Schön. Ja. Ich nicht. Linke. Ah, okay. Ein Strand, wa? Geil. Die Berge gleich dahinter. Geil. Hat Wetter nicht so schön. In dem alten Steinbruch ist jetzt ein Autolager drin irgendwie. Ich glaube gerade hier unten. Cool, Madrid. Barcelona. Ein lustiger Kanal hier. Ach, der ist ja cool. Das ist von Olympischen Spielen noch. Von früher. Guck mal da vorne. Das ist von Olympischen Spielen damals die Strecke. Als 92. Hat auch ganz schön die Stadt war, wenn du an die Berge hoch guckst. Ist auch ganz schön, finde ich so, weißt du, so bucherig irgendwie. Thank you.
Brücke wird ganz schön schräg da vorne. Der Ladies and gentlemen, welcome to Barcelona International Airport. We'll be just left. Please remain seated with a seatbelt fastened until the signs above you have been switched off. This is important as we may have to stop anything behind. Smokers are aircraft, you can do that again. And it is in its smoking section after collecting your bags, and your mobile phones still need to remain switched off until the engines have stopped running and you've reached the terminal building to Barcelona. We're looking forward to seeing you once again on another EasyJet flight in the very near future. And if you enjoyed this trip with us, why not have another look at our website, easyjet.com or DE, where you can book flights for the winter plan from as low as 22 euros, with no extra fuel charges. Besonders vorsichtig, denn der Inhalt könnte verrutscht sein und Ihnen entgegenkommen. Und bevor Sie uns verlassen, schauen Sie sich nochmal gut um in den Sitztaschen vor Ihnen oder in den Gepäckablagen über Ihnen, dass Sie auch nichts an Bord vergessen. Die Mobiltelefone lassen Sie bitte noch so lange ausgeschaltet, bis die Motoren abgestellt sind. Aufenthalt in Barcelona. Und wenn es Ihnen mit uns gefallen hat, schauen Sie sich doch mal nochmal bei easyjet.com oder de im Internet um. Und Sie können jetzt nämlich wunderbar die Flüge für Ihre nächste Destination buchen. Sie wissen ja, Sie. Genau, dahinter ist die Spanier. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Eine Sonderbemalung erkenne ich nicht. Boah, krass. Das ist eine Tupolev, eine russische. Ja.